Das kann ich dann nicht wieder reinstellen. Das mache ich nicht. Das ist mir zu krass. Heftig. Ganz schlimm, echt. Und ich habe echt viel in der Welt gesehen und bereist. Aber so habe ich Menschen noch nie leben gesehen. Vor allem in einer Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie haben. Eve, genannt Eve Champagne, 29, lässt als Burlesque-Tänzerin die Hüllen fallen. Bei ihrer Arbeit auf der Reeperbahn lernte sie auch ihren besten Freund kennen. Fabian, 40 Jahre und Türsteher vor einem Männer-Strip-Lokal. Faszination oder Wahnsinn? Mein Leben ist das, wovon andere träumen. Nur, dass man aus Träumen erwachen kann und bei mir einfach darin leben. In der Großstadt. Hallo und herzlich willkommen in der Tauschfamilie Kesting. Hier ist das Chaos, weil mein Mann mir nicht wirklich hilft. Irgendjemand sabotiert mein System. Ja, das ist unser Badetempel. Hier fühlen sich unsere Kinder sehr wohl und darum muss es hier immer sauber sein. Ja, hier ist unser Schlafzimmer. Da schläft mein Kind, der Taylor, mein Mann und ich. Leider ist es halt tote Hose im Bett. Hier habe ich für meine Kinder die Bilder, die Geburtsbilder. Da sitzt mal wieder mein Mann, der spielt mal wieder im Handy rum. Ich war den ganzen Tag arbeiten, ich brauche meine Ruhe. Du weißt ganz genau. Die kannst du ja auch haben, aber sind die Kinder nicht wichtiger als das Handy? Ich kümmere mich auch den ganzen Tag um die Kinder und habe auch keine Zeit, am Handy zu spielen. Das mag ja sein, dass die Kinder wichtiger sind, aber du weißt ganz genau, dass ich meine Stunde Ruhe brauche, also. Hallo. Hallo, mein Schatz, krieg ich mal einen Kuss? Muss der herkommen? Nee, du hast ihn gleich mit. Ich will gerade meine Ruhe haben. Ach, jetzt was mit mich am Arsch. Bei Eve in Hamburg ist immer Halligalli. Auf der Reeperbahn lässt die Burlesque-Tänzerin täglich die Korken oder besser die BHs knallen. In Olivias Showclub verdient die 29-Jährige ganz ungeniert ihre Brötchen. Eve, mein Hase, hallihallo. Hallo. Geht's dir gut? Großartig. Alles okay? Ja, guck mal, habe ich heute Make-up schön gemacht. Hast du ich habe schattiert und alles. Mopsi und Hopsi sehen halt auch super aus. Ja, Mopsi und Hopsi sind auf jeden Fall am Start, ey. Und ja, vor allem durch gut. Meinen Sport. Ich mache ja Brusttraining. Das sieht man. Das sieht man, ne? Ja, das 30 ist gut. Jahre alt und da sitzen. Nein, warte, 20, 30. Ja, aber müssen sich ja auch dafür bewegen. Wackeln sie ja. Genau, und das ist ja Burlesque. Also viel Spaß mit den Danke. Dingern. Die werden Spaß haben. Das Publikum wartet schon drauf. Ja, ich will mit meinem Burlesque-Show einfach zeigen, dass Schönheit vielfältig ist. Und man braucht keine 90, 60, 90, um auf der Bühne zu stehen. Man kann auch gar keine Titten haben, um auf der Bühne zu stehen. Und man kann einen riesengroßen Arsch haben, um auf der Bühne zu stehen. Es geht einfach darum, was man drauf hat. Oh, willkommen. Hier muss es wohl sein. Oha. Das ist ein Chaos hier. Nicht mal sauber, nicht mal geordnet, gar nichts. Oh, ist das eklig. Ich habe Stundenhotels auf St. Pauli gesehen. Die waren echt um einiges einladender. Vollkatastrophe. Oh, es riecht nicht angenehm. Taylor Jerome, Jason Patrick. Bessere Namen sind denn auch nicht eingefallen, ne? Das ist ja so klischeehaft. Ich höre schon wieder zu viel. Hier liegen Schnuller auf einer dreckigen Oberfläche. Und wenn sie diese Schnuller ihren Kindern in den Mund drückt, werde ich ihr diesen zunähen. Nein. Hier Getränkereste, hier alles verklebt. Und die Kinder sollen daraus trinken. Und jetzt hat der Spaß gerade bei mir aufgehört. Das kann ich dann nicht wieder reinstellen. Das mache ich nicht. Das ist mir zu krass. Heftig. Wow, ich habe versucht, mich zusammenzureißen. Aber das ist, also, oh, bis ich. Ich bin einfach nur so wütend auf diese Eltern. Oh, krass.
ganz schlimm, echt. Und ich habe echt viel in der Welt gesehen und bereist. Aber so habe ich Menschen noch nie leben gesehen, vor allem in einer Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie haben. Ich meine, das ist einfach zu krass. So krass. Ich hätte auch nie gedacht, dass man mich so schnell zum Heulen bringt. Vollkatastrophe, ey. Ich finde die Worte nicht. Ich habe keine Worte für dich. Also, wenn ich ehrlich bin und das, was ich jetzt hier gesehen habe, erwarte ich leider einen unterbelichteten Vollasi, der jetzt hier in diese Wohnung kommt. Es gibt viel zu viel, was ich ansprechen möchte. Ich möchte aber nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sozusagen, sondern mich erstmal vorstellen. Hallo, moin! Hallo. Hallo, ich bin die Eve. Ich finde die Frau genau richtig so, also von der Statur und Aussehen her. Ich bin erleichtert. Ist eine Frau. Und nicht, hat noch keine Falten, sagen wir es so. Ich bin der Björn. Hallo Björn. Hallo, na? Wer bist denn du? Das ist der Jason. Das ist der Jason. Und das ist der Taylor. Das ist der Taylor. Hallo Taylor. Hallo. Och nein, wie süß! Ja, das sind meine beiden Jungs. Björn ist so ein typischer Plattenbau-Ossi, was Frisur angeht, Styling und Optik. Dieser leichte Hoffnungsschimmer. Weg. Ich frag mich nicht andauernd, ob das richtig ist. Ich frag mich nicht andauernd, ob das wichtig ist. Anfall. Mandy, kommst du kurz mal bitte in die Küche? Na klar. Was gibt's denn? Ich wollte einfach mal wissen, ich versuch's ruhig zu formulieren. Ich meine, Sabrina schmeißt hier ja den Haushalt, ne? Ja. Was macht sie den ganzen Tag, wenn das Kind schläft? Eins ist in der Kita, eins ist halt hier, ist total entspannt und schläft. Was macht sie, Haushalten? Entweder mit dem Handy rumspielen oder am Tablet sitzen. Hast du sie mal darauf angesprochen? Ich habe ihr schon oft gesagt, sie könnte viel mehr machen hier im Haushalt. Und da sagt sie aber, sie sieht das nicht ein, dass sie alles alleine macht. Sie will für ihren Mann auch noch was da haben. Wie für ihren Mann das da haben? Er arbeitet und sie hat ein tiefenentspanntes Ein-Kind hier im Haushalt und kann nicht mal einen Haushalt schmeißen. Die Milch vergärt in den Flaschen. Ich habe dran gerochen, ich habe fast gebrochen, weil das sauer stank. Das habe ich oft genug gesagt, mal die Flaschen auszusterilisieren. Ich verstehe das die nicht. Sie hat sich Spülreinigung geholt und damit meint sie, ist alles wieder okay. Was ihr euch als individuelle Person antut, ist egal, weil ihr seid für euch selbst verantwortlich. Ja, das ist richtig. Aber sowas für Kinder, die im Wachstum sind, das ist Gift. Klar ist das gefährlich, also muss ich sagen. Gerade der Jason, der ist ja erst 2 und der nimmt alles im Mund, was er finden kann. Und da kann er sich schon einige Bakterien wegholen. Ich habe von meinen Eltern Sauberkeit gelernt und Haushalten. Wir machen das jetzt hier. Also wo sind hier verdammt nochmal noch Putzmittel? Im Bad? Ja, dann muss man gucken. Geh mal von hier, zeig mal vielleicht wo. Alles kein Problem für mich. Stehen das durch, ich tu's für dich. Mir schlecht. Alles kein Problem. Dann setze ich erstmal hin, ich mache hier ein bisschen weiter. Mandy, als sie die Küche mit mir geputzt hat, wusste so mehr oder weniger, was zu tun ist, wo die Fehler sind. Aber wieder nur leeres Gelaber, würde ich mal sagen. Taten folgten wenige. Sie hat statt zu putzen, hat sie Ausreden. Also unfassbar. Alles kein Problem für mich. Das schaffe ich mit links, doch alles für dich. So, es ist fertig. Okay. Küche ist sauber, guck dir das mal an. Okay. So, nur so als Fallbeispiel, wie es aussehen sollte. Ja. Komm, zeig ich dir. Ta, 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 ta. Wow. Das versuchen wir jetzt die nächsten Tage zu erhalten. Auf jeden Alle Fall. Zusammen. Björn, auf jeden Fall. Die Kinder, du, ich. Eve und ich, wir haben die Küche super gemacht, aber ich kann nicht immer hier sein. Und Sabrina muss eigentlich das alleine im Haushalt schaffen. Abgammeln und chillen. Das sind die Lieblingsbeschäftigungen von Tauschvater Björn. Dabei scheint er leider zu vergessen, dass er auch Vater von 2 Söhnen ist. Für Eve Grund genug, ihm mal kräftig in den Hintern zu treten. Hey, Daddy. Ja? Wie wär's, wenn du dich mal um deinen Zweitgeborenen kümmerst? Du hast dich weder mit dem ersten beschäftigt, jetzt noch mit dem zweiten. Der stinkt wie Sau. Wie wär's mit Baden oder sowas? Mach mal jetzt. Mach mal das Handy weg, Mann, ey. Ja. Beschäftige, so wie mit deinem Handy, solltest du dich mal mit deinen Kindern beschäftigen. Ja, ich weiß.
Björn denkt nur an sich, das ist keine Vaterrolle, das ist keine Rolle eines Ehemanns. Björn ist sehr auf sich bezogen. Nimmst du mal bitte den Duschkopf da raus? Oh ja, das ist angenehm. Bleib mal bei Papa. Du musst mal richtig liegen. Hallo. Der will schon wegschwimmen. Ja, ja. Du badest ihn wahrscheinlich so selten, dass er schon wegschwimmen will. Otze, was machst denn du hier mit Papa? Das mag ich eigentlich absolut nicht, das Zeug. Wenn man das ewig braucht, um das rauszumachen. Das ist die Zeit, die du vielleicht mit deinen Kindern mal verbringen könntest. So. Nehmen wir den mal raus. Ja. Du musst es komplett einmal drum. Na, das ist ja nicht nur Frauenarbeit, die Beschäftigung der Kinder. Das gehört ja zu beiden Elternteilen. Gut, ich habe nicht immer gerade Lust, weil es ist anstrengend. So, huch, jetzt ist die Haube abgefallen. Jetzt werden wir dich erst mal wickeln. Ja. Schluss mit Party, Kollege. Was, wieso? Sinnvolle Beschäftigung, nicht das Kind aufs Handy gucken lassen. Ich habe ihm mein Buch geholt. Mach mal kurz aus. Guck dir das mal an. Hier, Jason, guck mal. Und sinnvolle Beschäftigung wäre zum Beispiel, wenn du echt mal hingehen würdest ins Zimmer und ihm aus dem Buch vorliest, drauf zeigst. Oh, guck mal, voll begeistert. Geht doch, Papa. Komm. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie gleich mit dem Buch ankommt, aber ja, das ist bildend. Kann nur gut sein für meinen Sohn. Und für mich. Ah. Jetzt deine Aufgabe, ihnen die Begriffe und die Ratespiele da beizubringen. Bagger. Ein Bagger. Was ist denn mit dem Schiff passiert? War das der Bagger? Definitiv hat mein Vater Gefühle von Björn, aber ich glaube auch, das ist der Stolz, auf den ich ihn angesprochen habe, wo der bleibt. Weil das war wirklich Stolz und Vatergefühl gemeinsam und natürlich die Begeisterung, dass der Kleine doch mit ihm und er mit ihm. How can I try to explain when I do, it turns away again? It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way. Würdest du das beibehalten mit den sinnvoll Beschäftigen? Ja, also, sicherlich. Also gefallen hat es mir jetzt auch. Ja. Hat ja Spaß gemacht. Wenn du nach Hause kommst, eher auf statt auf deinem Smartphone zu gucken, kannst du ihm das Buch rausholen, mit ihm kurz ins Zimmer gehen und keine Ahnung, was darin suchen und benennen. Und das kriegt ihr ja wohl gemeinsam hin, also hier. Naja. Spaß machen tut es ja schon, mit meinem Sohn zu spielen. Mich um meinen Sohn zu kümmern. Aber ich bin so, wenn ich was Neues habe, zum Beispiel wie ein neues Handy, dann ist es eine Zeit lang richtig wichtig. Ja, dann stehen die Kinder meist hinten an. Für Björn ist das definitiv jetzt eine andere Welt, dass sein Kind reagiert und zwar positiv auf ihn, statt negativ mit irgendwie Heulen, Rumgezicke. Das Kind läuft auf ihn zu und läuft nicht von ihm weg. In Magdeburg hat Yves alles gegeben, um frischen Wind in die Tauschfamilie zu bekommen. Räum auf, du bist der Herr im Haus. Ich hab dir ein kleines Abschiedsgeschenk. Okay. Das ist eine Geste von uns allen. Oh. Sie hat mir einige Tipps gegeben, die ich werde versuchen umzusetzen. Und ja, da werde ich dran arbeiten auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall am meisten auf meine Frau. Ich bin sehr froh, dass ich aus der Familie raus bin, aber auch andererseits sehr skeptisch bzw. ängstlich, dass ich diese Familie verlassen habe. Es wird sich definitiv nichts ändern. Es wird genauso laufen wie vorher. Ich freue mich sehr auf Yves. Die hat hier echt gefehlt. Das war hier eine ganz lahme Zeit. Da war kein Schwung in der Hütte, kein weiblicher Schwung. Und wenn der männliche Schwung ausgebremst wird, das macht einfach keinen Sinn. Diese Zeiten sind vorbei, jetzt sind wir da, besser als es jemals war. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich am meisten freue. Ich freue mich auf alles, auf Sprache, auf Musik, auf was zu trinken, was zu essen, irgendwie eine Dusche oder eine Badewanne. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe
nichts dort gehabt. Und hier weiß ich, hier kriege ich alles. Ich bin zu Hause. Das wurde aber auch Zeit. Ich war so schrecklich. Oh Gott, hab ich das verpasst. Komm her. Oh Gott. Ich kann doch gar nicht mehr aufhören. Ich will Liebe und Zuneigung. Ei. Das sind Tränen der Freude, der Erleichterung, dass ich wieder an einem Ort bin, wo so viel Liebe, Toleranz herrscht und so viel Verständnis, dass ich einfach nur so dankbar bin für alles. Oh, ja. Hab ich dich geschafft? Ja. Dich? Ja. Wo habe ich sie noch nie gesehen? Ich auch nicht. Das war krass. Das war so krass, Fabi. Die haben mich gebrochen fast. Ich kenne Yves seit Jahren und ich weiß, was Yves für ein harter Hund eigentlich ist. Dass sie emotional so fertig gemacht worden ist mit der Situation da. Boah. Oh, ich konnte echt, das war, ich bin verkümmert innerlich. Gut, dann bauen wir dich jetzt wieder auf. Wo ist die Flasche Wodka? Kommt, okay. Kommt. Du darfst dir heute Abend auch richtig schön einen brennen. Oh, ich will mir einen saufen und die ganze Scheiße vergessen. Ja, das werden wir hinkriegen. Ich weiß nicht, ob ich etwas gelernt habe, vielleicht einfach, dass ich noch härter im Nehmen bin, als ich es je dachte, weil... Das war jenseits meiner Grenze, also meiner emotionalen Grenze, was ich da erlebt habe. Körperlich gar kein Thema, aber emotional war es over the top. Also da waren die höchsten Berge, die ich erklommen habe, nichts gegen das, was ich dort erfahren habe oder gespürt oder erlebt habe.